Thema dieser Ausgabe von 1222 ist das 70-jährige Bestehen der NATO. Am 4. April 1949 wurde der Nordatlantikpakt in Washington, D.C. unterzeichnet. Seither ist der Kreis der Mitglieder von 12 auf 29 angewachsen. Die Bundesrepublik Deutschland ist seit 1955 dabei und hat über die NATO-Mitgliedschaft ihre Souveränität erreicht. Nur wenige Militärbündnisse haben je 7 Jahrzehnte oder gar länger existiert. Denn äußere Bedrohungen können sich ändern, nationale Interessen ebenso oder die Kosten werden zu hoch. Die NATO aber hat sich stets gewandelt. Trotzdem sehen Beobachter die Organisation heute in der Krise. Wie das Atlantische Bündnis heute aufgestellt ist und vor welchen Herausforderungen es steht, darüber spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Johannes Farwig, Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Guten Tag, Herr Professor Farwig. Guten Tag, Frau Mantei. Schön, dass ich da sein darf. Hätte man damals am 4. April 1949 darauf wetten können, dass die NATO nach 70 Jahren noch immer besteht? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil es schon ungewöhnlich ist, dass eine Organisation so lange Bestand hat. Die internationale Politik ist voller Wandel und Brüchen und ich glaube, dass die wenigsten sich das hätte vorstellen können. Auf der anderen Seite sieht der Vertrag selber vor, dass die NATO frühestens nach 20 Jahren verlassen werden kann. Das heißt, es war schon eine Perspektive, die auf längere Zeit angelegt war, aber 7 Jahrzehnte ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Was gibt's denn jetzt nach 70 Jahren zu feiern? Ich glaube, der größte Grund zum Feiern, wobei in der Sicherheitspolitik Feiern immer einen sozusagen doch faden Beigeschmack hat, weil es da um schwierige Entscheidungen auch geht. Insofern würde ich nicht von Feiern sprechen. Aber reden wir von Würdigen. Von Würdigen, genau. Wir können würdigen, glaube ich, dass die NATO es geschafft hat, dass die Interessen ihrer Mitgliedstaaten so andauernd auf die NATO orientiert sind, dass alle Mitgliedstaaten noch dabei sind. Es ist bisher niemand ausgetreten. Im Gegenteil, es wollen sehr viele rein und es sind auch viele beigetreten. Insofern ist das schon ein Zeichen für Vitalität, dass die Interessen in diesem harten Politikfeld Sicherheitspolitik über 7 Jahrzehnte so aussehen, dass alle Mitgliedstaaten weiter mitmachen wollen. Und das würde ich durchaus als Erfolg bezeichnen. Und ein Schlüssel für diesen Erfolg ist die Anpassungsfähigkeit der NATO. Das heißt, die NATO ist nicht mehr die NATO, die 1949 gegründet wurde, sondern sie hat sich mehrfach sehr, sehr gründlich geändert, angepasst, neue Herausforderungen angenommen und insofern ist sie relevant geblieben. Sie haben von den Interessen, von der Flexibilität, diese Interessen zu akkommodieren gesprochen. Ist die NATO denn nun ein reines sicherheitspolitisches Bündnis oder geht das darüber hinaus? Die Anlage war, dass man die Sicherheit der Mitgliedstaaten wahren wollte durch diesen berühmten Artikel 5, dass ein Angriff auf einen Staat als ein Angriff auf alle gewertet wird. Aber gleichzeitig sieht der NATO-Vertrag von 1949, der im Übrigen unverändert besteht, der ist in keinem Wort laut geändert worden, dieser NATO-Vertrag sieht auch vor, dass man eine Lebensform gewissermaßen verteidigt. Und da steht im NATO-Vertrag der Bezug zu Demokratie, zu kapitalistischem Wirtschaftssystem, zu Rechtsstaatlichkeit. Also wenn Sie so wollen, war die Anlage so, dass es bewusst ein Bündnis von westlichen Demokratien sein sollte. Und das war auch der Unterschied zu den Staaten im Osten, schon in der Gründungsphase. Und das ist immer mal wieder in Frage gestellt worden, weil natürlich das nicht in der politischen Praxis immer der reinen Lehre entsprach. Wir hatten Staaten wie Portugal oder Spanien, die zeitweise eine Diktatur waren und dann auch nicht aus der NATO rausgeschmissen wurden. Das heißt, Kritiker sagen, das ist nur ein Lippenbekenntnis. Ich würde aber sagen, wenn man den Vertrag liest, war die Anlage schon so, dass es um eine Lebensform ging, die man verteidigen wollte. Wenn Sie gerade Portugal nennen, das war aber auch ein, sagen wir mal, Brückenkopf für amerikanische Truppen in Europa. Beweist das nicht auch, dass die USA in diesem Bündnis stets die treibende Kraft war, dass sie das Geschehen bestimmt hat? Also im Falle von Portugals war das eben ein Kompromiss zwischen geostrategischen Erwägungen und sozusagen politischen reinen Lehrebekenntnissen. Und das war immer ein Spagat. Die Rolle der USA ist sicherlich sehr, sehr dominant in der NATO, die sich einfach daraus ergibt, dass die USA mit Abstand der größte Staat sind, nicht nur von der Bevölkerung, sondern auch von der Wirtschaftskraft, aber auch von der militärischen Power. Das heißt, in diesem Bündnis haben
haben wir eine klare Führungsmacht und das sind die USA. Man könnte auch sagen, die USA sind der Hegemon, der Entscheidungen hervorbringt. Das schmeckt nicht immer allen und die USA können auch nichts anordnen in diesem Sinne, weil das Grundprinzip der NATO ist, dass immer alle für alles zustimmen müssen. Das heißt, es gibt da keine Mehrheitsentscheidung oder keine Ansage von einem Staat und dann folgen alle, sondern die Führung der USA beruht auf ihrer Überzeugungskraft und die haben sie in 7 Jahrzehnten sehr, sehr intensiv bereitgestellt, diese Überzeugungskraft. Sie sagen jetzt Hegemon. Andere würden vielleicht parteiischer sagen, die NATO sei ein Instrument von US-Macht. Ja, das kommt auf die Betrachtung an. Jedenfalls unterwerfen, wenn man so will, sich die Staaten freiwillig dieser Führungsrolle der USA. Nicht immer jubelnd und in vielen Detailfragen auch mit heftigem Streit. Und das hat dazu geführt, dass natürlich die USA die NATO nur als ein Bündnis unter anderen Optionen sehen. Das heißt, die USA sind auch immer in der Lage, alleine zu handeln oder mit anderen Partnern. Und das haben sie auch regelmäßig getan, etwa im Koreakrieg oder im Irakkrieg. Also wenn das nicht geht in der NATO für die USA, dann machen sie es alleine. Und insofern spielt auch das eine Rolle bei der Betrachtung, wie man mit den USA umgehen soll. Die USA sind auch alleine stark, die Europäer sind nicht alleine stark genug, um sicherheitspolitisch zu handeln. 70 Jahre NATO, das ist das Thema bei 1222 im Gespräch mit dem Politologen Johannes Farwig. Herr Professor Farwig, Sie haben schon gesagt, dass die NATO sehr flexibel, sehr wandlungsfähig war. Welche Eckpunkte gab es denn da? Welche Strategiewechsel? Also man kann schon sagen, dass die erste lange Phase der NATO von 1949 bis etwa 1989/90, wo eben die Berliner Mauer fiel, der Ost-West-Konflikt beendet wurde, auch die Sowjetunion sich auflöste und dann infolge der Warschauer Pakt zerfiel, dass diese Phase eben 40 Jahre lang ein doch eher eindimensionales Verteidigungsbündnis NATO war. Das heißt, der Gegner war klar, das war der Osten, wenn man so will. Und die Bemühungen und Planungen und Übungen der NATO richteten sich darauf, dass dieser Gegner das NATO-Territorium nicht überfällt. Das war die erste Phase der NATO, also von 1949 bis 1989/90. Die zweite Phase könnte man sozusagen ansetzen mit dem Fall der Mauer und der Überlegung, wie man denn als NATO relevant bleiben soll. Man kann ja eigentlich sagen, dass ein Blick in die Geschichte zeigt, dass wenn ein Bündnis den Gegner verliert, dass auch das Bündnis abstirbt. Das war bei der NATO nicht so. Und die NATO hat ihre Programmatik dann ab 1989/90 sehr grundlegend geändert. Sie hat neue Staaten aufgenommen. Sie hat aber auch sich verstanden als Instrument der internationalen Sicherheit mit sogenannten Out-of-Area-Einsätzen, also Militäreinsätzen weit außerhalb ihres eigenen Bündnisgebietes. Zum Beispiel in Bosnien, wo sie 1995 ihren ersten Militäreinsatz gemacht hat, dann aber auch 1999 im Kosovo und andere Einsätze mehr. Und in dieser Phase von 1990 bis vielleicht 1999 war so eine Stimmung in der NATO, die man mit einem englischen Satz out of area or out of business beschreiben könnte. Also die Stimmung war, wenn ihr euch nicht als NATO bewegt, auch in der internationalen Sicherheitspolitik mit Friedenssicherungseinsätzen und anderem mehr euch zu beteiligen, dann werdet ihr irrelevant. Und das hat die NATO verstanden. Sie hat das sehr intensiv gemacht in dieser Phase. Und dann gab es ab 2014 wieder eine Phase, wo die alte Programmatik neu auf die Agenda kam. Das heißt, das Thema Landes- und Bündnisverteidigung war wieder relevant, weil die russische Politik sich geändert hat. Die Annexion der Krim, die Destabilisierung der Ostukraine durch Russland hat eben dazu geführt, dass die Mehrzahl der Mitgliedstaaten gesagt hat, wir müssen uns jetzt wieder auf unsere Kernaufgabe besinnen, nämlich die Landes- und Bündnisverteidigung. Das waren so die groben Linien in der NATO, die man ausmachen kann. Der Kreis hat sich in gewisser Weise wieder geschlossen. Sie haben jetzt quasi drei Phasen in der Entwicklung beschrieben. Ich habe dabei vermisst den Bezug auf den 11. September 2001, wo ja zum ersten Mal in der Geschichte der NATO der Bündnisfall ausgerufen wurde. War das keine Zäsur oder war das nur eine Verfestigung des neuen Selbstverständnisses der NATO? Das war sicherlich eine Zäsur für die internationale Politik und damit auch für die NATO, aber es stand gewissermaßen in der Kontinuität der Linie, dass die NATO sich in der
internationalen Sicherheit engagieren möchte und nicht nur auf die Verteidigung ihres eigenen Bündnisgebietes beschränkt sein sollte. Und dass der Bündnisfall dann ausgerufen wurde durch Attacken auf die USA, das haben sich natürlich eigentlich niemand vorstellen können. Und die USA waren gar nicht diejenigen, die die NATO da unbedingt ins Boot holen wollten, sondern es war der NATO-Generalsekretär Lord Robertson damals, der gesagt hat, wenn für eine so relevante Frage für die Sicherheit der USA ein Bündnis wie die NATO nicht sich beteiligt, dann verlieren die USA das Interesse daran. Das heißt, es war gewissermaßen ein Eingehen auf die Interessenslage der USA und infolgedessen kam es dann zu dem Afghanistan-Einsatz in der NATO 2003, der sehr umstritten war in der NATO, aber das hat diese Debatte um die NATO als vermeintliche Weltpolizei, ich setze das bewusst in Anführungsstrichen, entfacht und die ist jetzt eigentlich zu Ende mit der Krim-Annexion. Das heißt, insofern schließt sich der Kreis, als dass die NATO nicht so sehr mehr diesen Weltpolizeigedanken vertritt, sondern sich auf ihre Kernaufgabe beschränkt. Was nicht heißt, dass sie das als einzige Aufgabe hat. Es gibt nach wie vor eine Debatte darüber, ob die NATO sich stärker im Nahen Osten engagieren soll oder bei anderen Kriegen, die sozusagen relevant sind für die Interessen der Mitgliedstaaten, eine Rolle spielen kann. Aber der große Trend geht doch eher dahin, dass man aus Einsätzen wie Afghanistan oder auch Libyen gelernt hat, dass das nicht so viel Erfolg hat und man sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren möchte. Ich möchte nochmal auf diese Afghanistan-Einsätze zurückkommen. Sie haben schon gesagt, dass die USA sich anfangs gar nicht auf die NATO gestützt haben. Sie haben stattdessen mit Operation Enduring Freedom so eine Art Koalition der Willigen zum Antiterrorkampf gegründet, die ja immer noch besteht. Und die internationale Schutztruppe wurde auch so auf Ad-hoc-Basis erstmal von den Briten geführt und 2003 erst in die NATO überführt. Die USA hätten beide Operationen alleine führen können. Warum haben sie sich dann doch darauf eingelassen? Ich meine, war das in ihrem Interesse, sozusagen die NATO zu pazifizieren? So habe ich sie verstanden gerade. Ja, im Falle Afghanistans waren es insbesondere die Deutschen und auch die Niederländer, die darauf gedrängt haben, dass die NATO in Afghanistan übernimmt, weil vor 2003 waren es sozusagen nationale Verantwortlichkeiten, die den Einsatz in Afghanistan geführt hat. Und insbesondere die Deutschen haben gesagt, wir können das nicht mehr schultern, wir müssen die NATO an Bord holen. Und das war gewissermaßen eine Entlastung der einzelnen Staaten, dass man das gemeinsam als Bündnis macht. Die USA haben immer kritisiert, dass es bei solchen schwierigen Einsätzen wie Afghanistan und im Übrigen auch schon im Kosovo, da war die Debatte ähnlich, der sogenannte War by Committee, wie die Amerikaner das nennen, also der Krieg durch Gremien oder so, dass das die militärische Effizienz etwas mindert und dass es effektiver wäre, wenn man das als starke Staaten alleine macht. Insofern nochmal waren es eher die westlichen Alliierten, die wollten, dass die NATO da ins Boot geholt wird und nicht so sehr die USA. Ist es dann so im Rückkehrschluss, dass Demokratien, also wenn Sie schon erwähnen, dass die USA dieses Warfare by Committee so kritisieren, ist es dann so, dass die Demokratien, auf denen die NATO ja aufbaut, dass die eigentlich unzuverlässige Bündnispartner sind? Sie sind unzuverlässig, würde ich nicht verwenden als Wort, aber sie sind schwierige Bündnispartner, weil natürlich, und das ist auch gut so, in Demokratien eine Rechenschaftspflicht gegenüber der Bevölkerung besteht. Das heißt, man kann nicht irgendwelche militärische Abenteuer machen, das kann man schon, aber dann wird man gewiss nicht wiedergewählt, weil man eine Rechenschaftspflicht gegenüber der Bevölkerung hat. Und das ist auch gut so und das ist eine Stärke eines Bündnisses aus Demokratien wie der NATO, wenn etwa 29 Staaten, die wir jetzt haben, bald haben wir 30 Staaten, im Konsens darüber entscheiden, dass ein Militäreinsatz nötig ist und das jeweils sehr gründlich in den nationalen Öffentlichkeiten diskutiert wird, dann ist die Gefahr, dass dieser Einsatz missbraucht wird für rein nationale Interessen oder völlig falsch angelegt ist, kleiner, als wenn einzelne Staaten das alleine machen. Insofern ist diese Logik, dass Bündnisse gestärkt werden müssen in der internationalen Politik, eigentlich ein Erfolgsgarant dafür, dass bessere Entscheidungen zustande kommen. Keine Garantie dafür, dass immer alle Entscheidungen richtig sind. Aber wenn man daran glaubt, dass Demokratien stärker sind als Diktaturen, dann ist dieser Entscheidungsprozess in der NATO zwar etwas langsamer und auch nicht so effizient militärisch, aber eben dadurch verantwortbarer, dass wir ein Bündnis aus Demokratien haben, die dann gemeinsam sicherheitspolitisch handeln. Das ist eine Funktion der NATO, die in der Öffentlichkeit sehr oft nicht genannt wird, wenn man fragt, was soll denn die NATO?
aber ich glaube, wenn man gründlich drüber nachdenkt, ist das eine wichtige Funktion, die man auch in den Vordergrund rücken sollte. Also wenn Sie diese Rechenschaftspflicht von Demokratien so betonen, dann gucken wir noch mal auf die ISAF. Warum sind zum Beispiel die Deutschen dabei geblieben? Die Teilnahme an der ISAF war seit Mitte der Nullerjahre ja doch stark umstritten. Und trotzdem hat der Bundestag das ISAF-Mandat, genauso wie heute Resolute Support, jedes Jahr aufs Neue bestätigt. Andere gute Bündnispartner, wie die Niederländer, die Kanadier, die Franzosen, sind vorher ausgestiegen, vor 2014. Passt irgendwie nicht zusammen, finde ich. Richtig, oder doch? Passt nicht zusammen. Ist ein Widerspruch, natürlich. Das zeigt eben, dass es schwierig ist. Dass es schwierig ist, da eine gemeinsame Linie zu fahren. Und ich würde sagen, in Afghanistan sieht man sehr deutlich, dass das jetzt bröckelt. Und die Deutschen sind noch dabei, trotz enormem Druck und trotz der Tatsache, dass dieser Einsatz sehr, sehr unpopulär ist. Aber Deutschland hat da so die politische Kultur, jedenfalls in der politischen Führung, dass man sagt, wir können da jetzt nicht kopflos wegrennen. Und wir haben die Vorstellung, gemeinsam rein, aber auch gemeinsam raus. Und da stehen die Deutschen zu meinem Bedauern inzwischen recht alleine da. Das ist auch ein Argument, was man in der deutschen Politik immer sehr gut in den USA bringen kann, dass Deutschland in dieser Frage wirklich ein verlässlicher Bündnispartner der Amerikaner ist. Und Afghanistan ist sicherlich ein schwieriger Einsatz. Und ich würde aus heutiger Sicht auch sagen, das war möglicherweise ein Fehler aus heutiger Sicht, aber aus damaliger Sicht war eben die Philosophie, dass man so ein Land wie Afghanistan nicht im Chaos versinken lassen kann, weil daraus dann früher oder später auch Bedrohungen für unsere eigene Sicherheit resultieren. Und dieser Grundansatz ist auch nach wie vor richtig. Gleichwohl müssen wir erkennen, und das haben auch die NATO-Staaten erkannt, dass man ganz offenkundig mit Militär solche Konflikte nicht dauerhaft befrieden kann. Man kann allenfalls Zeit kaufen. Und wenn aber andere sich nicht mehr engagieren, entwicklungspolitische Organisationen oder eben ein aus sich selbst tragender politischer Prozess in solchen Ländern beginnt und dann sozusagen Schwung aufnimmt, dann kann das nichts werden. Und in dieser Situation sind wir in Afghanistan. Die NATO ist gescheitert, das würde ich schon sagen, und hat viel Lehrgeld bezahlt. Und wir müssen jetzt versuchen, da so abzuziehen, dass die Lage nicht völlig im Chaos versinkt. Und im Übrigen hat sich die Mission in Afghanistan ja sehr geändert. Es ist keine Kampfmission mehr. Es ist jetzt eine reine Ausbildungsmission der afghanischen Streitkräfte. Und auch das funktioniert nicht gut. Aber das heißt, man hat da schon die Lehre rausgezogen, dass man diesen Frieden nicht herbeibomben kann und mit den Taliban eine politische Lösung braucht, die man dann allenfalls militärisch absichern kann. 1222, diesmal mit dem Politologen Johannes Farwig. Wir sprechen über die NATO aus Anlass Ihres 70. Jubiläums. Herr Professor Farwig, Sie haben vorhin, als Sie die Strategiewechsel, die Eckpunkte der Wandlung der NATO beschrieben haben, auch die Annexion der Krim, die Destabilisierung der Ukraine durch Russland 2014, beginnend 2014, genannt. Und damals die Rückbesinnung der NATO auf die Bündnisverteidigung, nun vor allem der östlichen Mitglieder. Beherrscht die NATO dieses Kerngeschäft eigentlich noch? Sagen wir so, sie hat es lange Zeit nicht mehr beherrscht, weil sie es nicht brauchte. Und das war auch gut so. Es gab zwar noch diesen Kernauftrag aus Artikel 5, dass man dafür bereit sein muss, einen Angriff auf NATO-Territorium abzuwenden, aber die politische Großwetterlage ab 1989-90 hat das nicht mehr als erforderlich gemacht, dass man in solchen Szenarien denkt und auch übt. Es ist übrigens so, als Militärbündnis, wenn man irgendwas nicht übt, dann kann man es auch nicht mehr und dann ist man nicht glaubwürdig. Und die NATO hat spätestens ab Mitte der 1990er Jahre eben diese Szenarien nicht mehr geübt, sondern hat sich im Wesentlichen auf Out-of-Area-Missionen konzentriert. Und Staaten wie Polen oder Tschechien oder Ungarn, die 1999 der NATO beigetreten sind, haben schon damals gesagt, wir sind beigetreten, um Schutz vor Russland zu haben. Und wenn die NATO sich gar nicht darum kümmert, dann ist das für uns gar nicht mehr so interessant. Das heißt, es gab immer mal Spannungen in dieser Frage in der NATO. Und ab 2014 wurde dann eben eigentlich für alle sichtbar, dass man sich doch auf diese Fragen möglicherweise wieder einstellen muss. Und dann gab es doch einen erheblichen Schwenk in den militärpolitischen Planungen in der NATO. Sie hat im Prinzip wirklich ihre Programmatik nochmal um 180 Grad geändert und macht jetzt wieder Dinge, die sie zwei Jahrzehnte lang nicht
gemacht hat. Und insofern übt sie das jetzt wieder. Und ich glaube, inzwischen kann sie das auch wieder. Und das hat auch Russland verstanden, weil ich nicht glaube, dass Russland Ambitionen hat, das NATO-Territorium anzugreifen. Da bin ich mir sehr sicher. Wenn Sie jetzt von Szenarien üben, beziehungsweise deren Vernachlässigung sprechen, das russische Szenario hat sich ja doch um einiges auch geändert. Also die illegale Besetzung der Krim, die Unterstützung der Aufständischen in der Ostukraine, die Ermordung von Menschen im Süden Englands, Cyberattacken oder dann auch der verdeckte Einsatz privater Militärfirmen. Das ist ja alles hybride Kriegführung. Hat die NATO darauf eine Antwort? Hat sie in all diesen Details Russland etwas voraus? Ich glaube, man kann keine befriedigende Antwort auf diese Probleme haben, weil sie wirklich sehr komplex sind. Es wird, glaube ich, sicher so sein, dass die nächsten Kriege, die hoffentlich nicht stattfinden, und man muss alles dafür tun, dass sie nicht stattfinden, das ist ja diese Logik der Abschreckung, das ist ja der Kern der NATO, dass man dadurch die sicherheitspolitische Lage stabilisiert, dass man militärisch handlungsfähig ist und deswegen ein potenzieller Gegner sagt, mit euch uns anzulegen, riskieren wir gar nicht, weil wir wissen, wir können da nichts gewinnen. Das ist diese Logik der Abschreckung. Und bei hybriden Kriegen ist das eben schwieriger. Cyberattacken, Destabilisierung mit Propagandamitteln und so weiter, da gibt es keine eindeutige Antwort für. Und im Übrigen kann man auch nicht eindeutig feststellen, ob dann ein Fall eingetreten ist, wo das so ist. Das heißt, der Bündnisfall wird durchaus schwammig und das ist eine Herausforderung und da hat die NATO nicht die richtigen Instrumente als Militärbündnis, sondern da sind möglicherweise andere besser aufgestellt, die Europäische Union oder andere Organisationen, die in diesem Feld eine wichtige Rolle spielen. Insofern darf man der NATO nicht alles aufhalsen, was für sie eigentlich gar nicht gemacht ist, sondern man muss schon gucken, welche Instrumente hat so ein Bündnis wie die NATO zur Verfügung. Was ich aber für wichtiger halte, als über diese technischen Details sich Gedanken zu machen, ist die Frage, wie können wir denn wieder mit Russland in ein besseres Verhältnis kommen? Und da muss man politisch drüber nachdenken, wie man eine europäische Sicherheitsarchitektur aufbaut, in der auch Russland seinen Platz hat. Weil wir haben ganz gewiss die Situation, dass Russland bedauerlicherweise, sage ich ausdrücklich, keinen Platz gefunden hat in der europäischen Sicherheitsarchitektur und wir insofern mit der NATO-Erweiterung auch ein Strukturproblem haben in der europäischen Sicherheitsarchitektur. Wir können die nicht gegen Russland bauen, sondern wir müssen wieder mehr politische Energie darauf verwenden, Russland einzubinden. Das ist enorm schwierig und Russland ist ein schwieriger Partner und hat die Dinge, die Sie gerade gesagt haben, zu verantworten. Von der Ukraine bis Skripal in London. Völlig richtig, aber trotzdem müssen wir darüber nachdenken, wie wir mit Russland wieder ins Geschäft kommen. Diese Angebote hat es im Rahmen der NATO aber ja gegeben und ist von Russland selber ausgesetzt worden. Ja, das ist die westliche Perspektive. Die russische Perspektive ist eine andere. Die russische Perspektive ist, dass die NATO sich in den vergangenen Jahren etwa 1000 Kilometer an russisches Territorium ran gemacht hat, sozusagen. Dass mit der Erweiterung zunächst um Polen, Tschechien und Ungarn 1999, dann aber auch mit der zweiten Erweiterungsrunde 2004 um Staaten wie Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen und letztere waren mal Teil der Sowjetunion. Das heißt, das ist in russischer Perspektive quasi ein Eindringen in die eigene Einflusssphäre. Wobei wir sagen müssen, dass diese Länder natürlich die NATO, sobald mit dem Untergang des Ostblocks die NATO-Mitgliedschaft sofort angestrebt haben. Richtig, ich rede aber nur von der russischen Perspektive und die müssen wir zumindest verstehen. Wir müssen sie nicht teilen, aber zumindest verstehen. Und da würde ich sagen, dass Russland nicht gejubelt hat, dass die NATO sich erweitert, das kann ich nachvollziehen. Und weil das so ist, müssen wir mehr Anstrengungen unternehmen, wie wir Russland wieder einbinden können, ohne auf russische Forderungen dann in allen Punkten einzugehen. Aber wir müssen irgendwie erkennen, dass Russland über die NATO-Osterweiterung nicht begeistert ist, weil es davon fürchtete, dass es seinen Platz in der europäischen Sicherheitslandschaft verliert. Und deswegen würde ich sagen, dass wir auf der Basis von eigener Stärke und militärischer Handlungsfähigkeit, das ist der Kern, auf dieser Basis müssen wir über neue Kooperationsmöglichkeiten mit Russland nachdenken. Und da sind noch eine Menge Hausaufgaben auch in der NATO zu machen. Sie sind nicht nur Wissenschaftler, Sie sind auch Berater. Was haben Sie für konkrete Vorstellungen?
Wie kann das aussehen? Ich glaube zum Beispiel, dass wir über eine Aufwertung wieder der OSZE nachdenken müssen. Dass Russland nicht das Gefühl hat, es verliert sozusagen in dieser Entwicklung, sondern dass Russland eben seinen gleichberechtigten Platz in der europäischen Sicherheitsarchitektur findet. Und wir müssen auch darüber nachdenken, ob es eine gute Idee war, dass man Staaten wie der Ukraine oder auch Georgien eine NATO-Mitgliedschaft zusichert. Das ist ja die Vertragslage. Seit 2008 hat die NATO entschieden, Ukraine und Georgien werden NATO-Mitglied. Es ist nur die Frage, wie man das jetzt technisch macht. Da gibt es noch keinen Beschluss. Es gab früher bei den Erweiterungen einen sogenannten Mitgliedschaftsaktionsplan, der die Staaten vorbereitete auf die Mitgliedschaft. Das ist im Falle Georgiens und der Ukraine noch nicht der Fall, aber die Vertragslage ist so, dass die beiden Staaten Mitglied werden und das ist gewissermaßen für Russland inakzeptabel. Und wenn man darüber nachdenken würde, dass man die Ukraine und auch Georgien gewissermaßen als neutrale Staaten bezeichnet, die nicht die Ambition haben, der NATO beizutreten und insofern russischen Befürchtungen, dass es eben eingegrenzt wird, die faktisch nicht real sind, aber die in der russischen Wahrnehmung so präsent sind, dann glaube ich, wäre das eine Basis, wo man vielleicht wieder darüber nachdenken kann, dass man mit Russland anders zusammenarbeitet. Und die Frage der Krim ist ein weiteres Tabuthema. Ich glaube, dass wir nicht gut beraten sind, von dieser Frage die zukünftigen Entwicklungen abhängig zu machen. Das heißt, ich würde dafür plädieren, dass man diese Krim-Frage gewissermaßen einfriert, aber nicht davon abhängig macht, dass sich in der Krim was bewegt, wieder ein besseres Verhältnis zu Russland zu bekommen. Weil in russischer Perspektive ist die Sache entschieden. Russland, die Krim gehört zu Russland in russischer Perspektive und wir müssen uns irgendwie damit abfinden. Wie sehen Sie denn dann Moskaus Modernisierung seines nuklearen Potenzials? Ich rede jetzt von dem INF-Vertrag über das Verbot atomar bestückter Mittelstreckenraketen in Europa. Ich meine, diesen Vertrag haben die Russen gebrochen. Wie groß war die Gefahr, die davon ausging oder die davon noch ausgeht? Das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung. Russland setzt ganz offenkundig in seiner Militärstrategie auf die Möglichkeit des frühzeitigen Einsatzes von nuklearen Mittelstreckenraketen. Und deswegen hat Russland diesen Vertrag gebrochen. Dieser Bestandsaufnahme stimme ich uneingeschränkt zu. Das ist aber im Prinzip die Quittung dafür, was wir gerade diskutiert haben. Russland hat nicht seinen Platz. Wir sind mitten in einer Eskalationsspirale. Davon kann niemand gewinnen. Und ich glaube, wir haben ja alle kein Interesse an einer militärischen Auseinandersetzung mit Russland. Und Russland hat dieses Interesse gewiss auch nicht. Aber wir sind mitten in einer Eskalationsspirale. Und wir sollten darüber nachdenken, wie wir wieder aus dieser Eskalationsspirale rauskommen. Das ist im Moment nicht die politische Großwetterlage dafür. Aber wenn sich die NATO jetzt in diese Richtung entwickelt, dass sie Russland zunehmend als Gegner begreift, dann führt das dazu, dass Russland das natürlich ähnlich sieht und Russland das ohnehin schon so wahrnimmt. Und wir müssen raus aus dieser Eskalationsspirale. Es gibt ja durchaus noch andere Bedrohungen. US-Außenminister Pompeo hat sich jetzt beim Jubiläum der NATO-Staaten mit dem Aufstieg Chinas befasst. Warum ist das ein Thema für die NATO? Na, bisher muss man sagen, ist es kein Thema für die NATO. Die Amerikaner möchten, dass es ein Thema für die NATO ist. Da kommt wieder diese Debatte ins Spiel, die wir vorhin diskutiert haben. Soll die NATO sich auf ihr eigenes Territorium konzentrieren oder soll sie gewissermaßen in der gesamten Breite der internationalen sicherheitspolitischen Herausforderungen eine Rolle spielen? Und da sagen die Amerikaner sehr deutlich, wir müssen die NATO auch für die Probleme sozusagen an Bord halten, die für uns relevant sind. Und da ist die Frage Chinas und das Ausbalancieren der Macht Chinas für die Amerikaner eben eine ganz wichtige Frage. Und das wird noch schwierige Debatten in der NATO zur Folge haben. Ich sehe überhaupt keine Möglichkeiten für die NATO, in dieser Frage irgendwie eine größere Rolle zu spielen. Dann könnte man am Ende darüber nachdenken, dass die NATO irgendwie bei der Sicherung der Seewege im südchinesischen Meer oder anderswo eine Rolle spielt. Ich sehe aber keinen Konsens dafür in der NATO. Das heißt, wir sollten
das nicht überfrachten und mit unseren amerikanischen Freunden das nüchtern diskutieren, aber eben auch die Grenzen dieser Möglichkeiten deutlich aufzeigen. Die NATO ist kein Instrument zur Ausbalancierung chinesischer Macht und das sollte sie in meiner Vorstellung auch nicht werden. Aber diese Debatten werden auf die NATO zukommen, ganz gewiss. 70. Bestehen der NATO, Thema bei 1222 im Gespräch mit dem Politologen Johannes Farwig. 70 Jahre, das ist ja eigentlich schon ein ganz schön hohes Alter. Sollte man eigentlich mit viel Pomp und sehr hochrangigen Politikern feiern, aber es trafen sich nun nur in Anführungsstrichen die Außenminister der NATO, dem Vernehmen nach, weil man sich vor Ausfällen von US-Präsident Trump fürchtete. Zu Recht? Ja, ein schwieriges Thema. Die NATO-Propaganda lautet so, dass doch auch damals 1949 die Außenminister den Vertrag in Washington unterzeichnet haben und es deshalb auch nur logisch ist, dass heute nur die Außenminister in diesen Tagen, wo die NATO 70 wird, dieses Jubiläum begehen. Aber natürlich wäre es so, dass wenn die politische Stimmung besser gewesen wäre, dass die Staats- und Regierungschefs in Washington zusammengekommen wären und dass man jetzt diese Feier nicht so hoch hängt, zeigt eben, dass die Situation in der NATO im Moment sehr schwierig ist und alle tatsächlich Sorge oder viele sogar Angst hatten, dass Donald Trump bei dieser Gelegenheit den Europäern wieder die Leviten liest und gewissermaßen undiplomatisch da wieder eine Sau durchs Dorf jagt. Und das wollten die meisten Mitgliedstaaten nicht. Und ich halte das für keine gute Entwicklung, weil ich glaube, es gibt doch gute Gründe, 70 Jahre NATO auch mit den Staats- und Regierungschefs zu begehen. Wir haben jetzt im Dezember wahrscheinlich, das ist jedenfalls terminiert, in London ein Treffen der Staats- und Regierungschefs. Da wird es dann sicherlich nochmal Gelegenheit geben, das zu würdigen. Aber in Feierlaune ist im Moment eigentlich keiner. Halten Sie das eigentlich für möglich, dass Trump nach einem Wahlsieg nächstes Jahr den Austritt der USA aus der NATO in Gang setzt, wie das oft befürchtet wird? Möglich ist in der internationalen Politik vieles. Ich halte es allerdings nicht für sehr wahrscheinlich. Er könnte das machen, aber ich sehe nicht, dass das der amerikanischen Interessenslage entspricht. Und wir haben ja auch eine ganz interessante Debatte im Moment in den USA, wo der Kongress sehr, sehr stark sich für die NATO ausgesprochen hat, in zwei Resolutionen, die fast einstimmig, was ungewöhnlich ist, im amerikanischen Kongress durchgegangen sind. Das heißt, selbst wenn Trump, sagen wir mal, im Extremfall jetzt aus der NATO austreten wollte, hätte er erheblichen und massiven Widerstand im amerikanischen Kongress zufolge. Und ich kann mir beim besten Willen nicht wirklich vorstellen, dass er das riskiert. Das scheint mir eher jetzt ein taktisches Vorgehen von Trump zu sein. Er geht gewissermaßen mit so einer Kassenwart-Mentalität durch die NATO und will, dass die Europäer mehr tun und macht das in einer sehr undiplomatischen und auch unappetitlichen Weise. Aber im Kern hat er doch einen guten Punkt, weil er zu Recht sagt, dass ganz offenkundig die Lastenteilung zwischen Europa und den USA nicht so balanciert ist, wie die Amerikaner das wollen. Das heißt, er verlangt von den Europäern, dass die Europäer mehr Geld für ihre eigene Sicherheit ausgeben und das haben auch schon viele amerikanische Präsidenten vorher getan. Insofern gibt es da viel Kontinuität. Was neu ist bei Trump ist, dass der das mit dem Beistandsversprechen quasi verbindet, wie so eine Schutzgeldmentalität. Und das kommt in der NATO wirklich nicht gut an und führt zu vielen Abwehrreflexen und hat die Stimmung im Prinzip wirklich versaut. Trump hat sich da ganz besonders auf die Deutschen eingeschossen bei seiner Kritik. Stimmt denn dieser Vorwurf der Trittbrettfahrerei für die Deutschen? Das ist schon mit guten Argumenten so zu sehen. Deutschland gibt sehr viel weniger für Sicherheit aus als seine wichtigen Partnerstaaten. Deutschland hat versprochen, auf dem NATO-Gipfel von Wales im Jahr 2014 2% seines Bruttoinlandsproduktes für Sicherheitspolitik auszugeben. Oder wenn man diesen Beschluss genau sieht, muss man sagen, es hat versprochen, dass man sich diesem Ziel bis 2024 annähert. Das heißt, da sehen wir schon, es gibt Interpretationen, aber ganz offenkundig gibt Deutschland weniger für Sicherheitspolitik aus als andere Staaten und verlangt gleichzeitig von den Amerikanern, dass sie gewissermaßen noch Schutz und Bündnissolidarität bereitstellt. Das heißt, das passt nicht wirklich zusammen. Man muss schon mehr tun in diesem Bereich und dann, denke ich, gelingt es auch, die Amerikaner an Bord zu halten, aber ganz offenkundig nur dann.
Das heißt, wenn die Deutschen so weitermachen wie bisher und nicht bereit sind, wesentlich mehr für Sicherheit auszugeben, dann werden die Amerikaner ihr Interesse an dem Bündnis verlieren. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man sich die Entwicklung des Verteidigungshaushaltes in Deutschland anguckt, dann hat es seit 2014 eine Steigerung um 35% gegeben. Das ist schon eine ziemliche Hausmarke. Das heißt, der Trend geht eindeutig nach oben und ich glaube, das kann man auch kommunizieren in den USA. Es ist jetzt immer schwierig, so einzelne Zahlen nachzuvollziehen, aber wir sind im Moment bei ungefähr 1,2% des Bruttoinlandsproduktes und geben etwa 40 Milliarden für Verteidigungspolitik aus. Und wenn wir das erhöhen würden auf diese 2%, dann würde das bedeuten ungefähr 20 Milliarden Euro mehr im Jahr. Und das ist völlig utopisch. Das ist in Deutschland nicht durchsetzbar. Und das wissen, glaube ich, auch alle. Das heißt, es kommt darauf an, dass dieser Trend verstetigt wird und wir dauerhaft mehr für Verteidigung ausgeben. Aber ob wir diese 2% erreichen, das halte ich für sehr, sehr zweifelhaft. Die Bundesregierung verweist bei diesen Vorhaltungen aus Washington stets auf ihr Engagement für Entwicklung. Und sie betont so dieses Selbstbild als Zivilmacht und den bewussten Verzicht auf deutschen Großmachtstatus. Müssen die Deutschen dann, wenn sie sozusagen nicht Spaltpilz in der NATO sein wollen, müssen die dann auch ihr Selbstbild ändern? Ja, das ist ja richtig, dass man Sicherheitspolitik heute anders verstehen muss und Militär eben nicht mehr das Einzige ist, was zählt und Rüstungshaushalte eben nur ein Maßstab sind für internationale Verantwortung. Das ist völlig richtig, aber das Interessante bei dieser Debatte ist, dass alle anderen das auch wissen. Und die Deutschen tun immer so ein bisschen so, als ob sie da die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und andere belehren müssen in dieser Frage. Ich glaube, das wissen alle. Wenn es aber hart auf hart kommt, dann ist sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit gefragt. Und wenn ich mir etwa den Zustand der Bundeswehr anschaue, dann können einem schon Zweifel kommen, ob man sicherheitspolitisch handlungsfähig ist. Und das kann man nicht damit ausgleichen, dass man sagt, wir machen doch in anderen Bereichen viel. Wenn man der Meinung ist, dass man auch sicherheitspolitisch handlungsfähig sein will, dann muss man das auch so machen, dass man das Geld dafür und den politischen Willen zur Verfügung stellt. Und da kann man sich nicht wegducken und sagen, in anderen Bereichen machen wir doch mehr. Das nehmen uns die Partner nicht mehr ab und akzeptieren die Partner auch nicht länger. Herr Professor Fawig, 70 Jahre NATO jetzt, kann die NATO 100 werden? Also es wäre schon ungewöhnlich, wenn sie 100 würde, aber ich glaube, sie hat durchaus Chancen, 100 zu werden, weil die Interessenslagen der Mitgliedstaaten, das haben wir ganz am Anfang diskutiert, immer noch so sind, jedenfalls bisher, dass man am Ende sagt, wir brauchen die NATO und dann wird sie möglicherweise auch 100 werden. Das hat man über die EU ja auch gesagt, über die Europäische Union und dann kam es zum Brexit, noch nicht vollzogen, wir wissen zum heutigen Stand noch nicht wann und wie. Ist das für die NATO auch denkbar, dass es da mal einen Austritt gibt? Ich sehe das nicht. Man könnte das tun. Man müsste das beim Generalsekretär anzeigen. Da gibt es in dem NATO-Vertrag von 1949 eine Regelung für. Bisher hat das aber noch niemand getan. Und ich meine, Sie und ich und niemand weiß, was die Zukunft bringt. Aber die Voraussetzungen, glaube ich, relevant zu bleiben, sind durchaus da. Und insofern glaube ich, dass das überhaupt nicht auf der Agenda steht heute, dass ein NATO-Staat austreten will. Auch die USA nicht und auch andere Staaten nicht. Vielen Dank, Johannes Fawig. Sehr gerne, danke für die Einladung. 70 Jahre NATO, darum ging es im Gespräch mit Johannes Fawig. Er lehrt internationale Beziehungen und europäische Politik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.